Ein Weihnachtsmenü ausgedacht von den STZ-Lesern. Die Stuttgarter Zeitung hatte nach besonderen Menüs gefragt und 4 Teilnehmer haben die Jury mit ihrem Menüvorschlag überzeugt. Der Preis? Ein exklusiver Abend in Begleitung in der Kochschule von Andrea Lange in Ludwigsburg. In der Vorweihnachtszeit besuchen wir jeden Gewinner zu Hause in seiner Küche und präsentieren jeweils einen Gang ihres Weihnachtsmenüs zum Nachkochen. Der Zwischengang führt uns ins weihnachtlich geschmückte Winnenden zu Familie Klima. Ich bin die Martina und das ist der Manfred und heute gibt es... Heute gibt es Pilzterrine, eingewickelt in Speckscheiben, schön garniert mit Orangenscheiben und Quittengelee. Und das sind ihre Zutaten für den Zwischengang. Rinderhackfleisch, gekochter Schinken, Orange, Olivenöl, Wurstbrät, Piment, Pfeffer, Koriander und Muskat, Zimt, Thymian, Knoblauch, Pilze, Zwiebel, Speck, Quittengelee, Orangensaft. Zu Beginn die Zwiebel, den Knoblauch und Pilze fein schneiden und mit 2 Esslöffeln Olivenöl anschwitzen. Wenn das austretende Wasser verdampft ist, mit Cognac oder Grappa ablöschen. Während die Pilze abkühlen, die Gewürze mit Salz im Mörser fein zerstoßen. Eine Prise von Muskat, Zimt und Thymianblättchen verfeinern die Mischung. Für mich wichtig ist, dass die Gewürze frisch im Mörser zerstoßen sind, dann kommt deren Aroma richtig schön zur Geltung. Danach Schinken würfeln und mit Rinderhackfleisch, Wurstbrät, der Pilz, Zwiebelmasse und den Gewürzen zu einem gleichmäßigen Teig verarbeiten. Anschließend eine Terrinenform mit Olivenöl bestreichen und mit dem Speck auslegen. Den Fleischteig in die Form füllen, gut andrücken und mit den Speckscheiben abdecken. Danach den Teig etwa eine Stunde bei 150 Grad im Ofen backen. Sobald der Teig gar ist, die Form aus dem Ofen holen und die Terrine mindestens einen Tag ziehen lassen. Ist die Terrine gut durchgezogen, kann die Soße zubereitet werden. Dafür etwas Quittengelee mit Orangensaft zu einer sämigen Soße verrühren. Danach wird angerichtet und mit Orangenfilet und den Walnüssen garniert. Einen guten Appetit! Auch in dieser Folge wird eure Kreativität wieder belohnt. Welche Soße könntet ihr euch zu diesem Gericht gut vorstellen? Teilt eure Ideen mit uns und gewinnt tolle Preise!